Moin moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach, Folge 426, und unser Riesenschwader ist fertig mit Schwaden und ich muss jetzt aufpassen, dass ich diesen Kurs hier nicht rauslösche, den brauchen wir. Also einmal zurück zu Hof parken und dann gehen wir mal wieder von oben nach unten durch, mal gucken, was hier passiert. Also, Kollege Schnürschuh fährt immer noch Wasser, das läuft auf jeden Fall gut. So, der hier ist jetzt fertig. Was hast du gemacht? Du hast Heu gebracht. Dann stellen wir das jetzt einfach auf Silage um. Bitten das einmal aus hier. Und dann ist der Kuhstall nämlich... Uiuiui, ruckel, ruckel und studier. Ist der Kuhstall nämlich einmal fertig. So. Das... Dann drehen wir den gleich und dann haben wir da wieder Ruhe. So. Das passt. So, jetzt müsste ja irgendwo... Genau, der ist auch fertig. Und jetzt ändern wir das, weil wir hier oben die Meldung haben, Silo-Fermenter braucht Stroh. Dass wir das einfach auf... Hofsilo-Fermenter ändern. Passt das? Achso, und anmachen muss ich natürlich auch. Okay, so, dieses, jenes. So, die habe ich ein bisschen separiert hier. Die sind jetzt ein bisschen weiter auseinander und sie sind tatsächlich immer noch nicht fertig. Hut ab. Und hier wird fleißig zwischen den Hühnerställen hin und her gefahren. Kein Problem. Der ist, ach so, der ist noch dreckig. Na, warte mal kurz. Von der Richtung. Wird schon gut gehen. Oh, oh. Ah, jetzt ist er schon wieder halbwegs sauber. Ganz so sauber muss so ein Gerät auch nicht sein. Ne? Es ist ein landwirtschaftliches Werkzeug. Und als solches muss es ja keine fabrikneue Struktur aufweisen. Ich muss wirklich gestehen, ich bin jetzt inzwischen tatsächlich komplett mit meinem Latein auch am Ende, was die Performance hier angeht. Ich weiß nicht, ob wir uns da die letzten Folgen jetzt einfach durchquälen wollen oder ob ich einfach mal 20 Fahrzeuge verkaufe. Ich weiß es nicht. Es ist... Ich muss aber zugeben, es macht so mittelmäßig Spaß, die Folgen aufzunehmen. Es ist ein bisschen nervig. So. Schade, dass die Engine da hier mit diesen riesen Maps... Aber klar, weil es natürlich gemoddet bis zum Umkippen. Liegt natürlich auch ein bisschen an mir. Aber schade ist trotzdem. So, wo waren wir? 5? Und fahren mal hin. Den Kalk lieber vorne bei sich mitgenommen. Auch nicht schlecht. Ah, und hier ist keiner mehr. Kalkmaschine-Output. Ist echt alles leer, oder was? Ja, keine Anzeige heißt keine Anzeige. Du? Endler. Denn wir brauchen noch jede Menge Kalk, dann müssen wir jetzt auch noch mal welchen kaufen. Gut, okay, also... das ist alles in Ordnung. Darum wird sich bereits gekümmert. Das passt. Hier hinten die Big X'e sind am Fahren. Das ist auch in Ordnung. Die Geschichte mit dem Kalk. Bin mal gespannt, ob der überhaupt dagegen ankommt. Wir merken uns hier mal 22. Wahrscheinlich kommt der kleine Trecker mit dem Stroh da überhaupt nicht gegen an. Er wartet immer noch auf seinen Einsatz. Was ich jetzt mal gucken wollte, war, wo ist denn der genau? Er ist jetzt fertig und hier ist
dann auch gekalkt. Das heißt, hier können wir ja, also wir gucken mal. Sag mal den Satz, Regal mit Sirup pur ist im Lager. Okay, das ist krass. Regal mit Sirup pur ist im, ja, rückwärts wie falls. Nice. Benkiner Sophie ist die Angst, mit 11 Jahren keinen Brief aus Hogwarts zu erhalten. Oh Mann. Okay. Ja, das ist schlimm. Das ist nicht gut. Das ist. Falls ihr jetzt unter dieser Phobie leidet, ich wollte nicht lachen, ne? Baumwolle abgeerdet und Unkraut wachsend. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier anfangen zu flügen. Wo ist der 1151? Hier. Komm raus, wo immer du bist. Und einmal zur Baumwolle, bitte. Ast. Sehr schön. Okay. Du bist angekommen bei Gross. Hier ist alles noch. Und hier machen wir ersten Wegpunkt auch. Und das wird für die Performance sicherlich nicht so gut sein. Ich überlege gerade. Ich teste mal gerade was. Eine Sekunde. Okay, mal gucken, ob die Performance jetzt eine andere ist. Erster Wegpunkt, los. Dann bleibe ich kurz drauf, um zu gucken, was er macht. 942 Vario fahre zur Werkstatt. Okay. Dann tu das bitte. Könntest doch aber auch. Im Feld 40. So. Und dann gucken wir mal. Vario ist angekommen bei Händler. Sehr schön. Kann ich mal eben ein bisschen Kalk kaufen. Okay, so, er fängt an. Runter mit dem Pickup. Und auf geht's. Oi, oi, oi. Damit was zusammenkommen. Nice. Oben steht Arbeit beendet. Wer ist das jetzt wieder? Autoload einschalten. Ladegut. Big Bags. Big Bag Paletten. 12. B. I. B. Tatsächlich nur 12, aber jetzt hat er 13 drauf. Okay. Spanngurte. Es ist alles was. So, Silo Kalk. Und ob die beiden. Hier? Nee. Ja? So, du bist fertig. Er sieht so aus, als hättest du noch überhaupt nichts gemacht. Junge! Ja, bist du verrückt, ne? Und er ist hier angekommen. Na, sehr schön, dann machen wir das jetzt einmal schwarz. Nice. Klappen nicht möglich. So, wir sind hier wieder. Wir haben das wieder durch die halbe Innenstadt gezogen. Ungünstig. So, wir flügen mit einem. Bete. Brauchen wir nicht. So. Fangen an auf den Bahnen. 2 Vorgewinde. Okay.
Los geht's. Der ist für nicht viel zu gebrauchen. Außer fürs Flügen, finde ich. Wenn der Sachen zieht, dann wackelt er immer so komisch von links nach rechts. Was ist mit der Musik? Musik ist müde. Sehr schön. Ich würde vermuten, was sagt der Big X noch? Boah, 20 Minuten, Hut ab. Und ein Tag 42, also er kommt doch gegen an. Und was ich jetzt noch mal gucken wollen würde, ist, haben wir Erdbeeren, also in einer Menge, die 3000, 3000, 3000, 3000, maximal hier hinten, 5000. Du bist hier angekommen, tank mal nach, bitte. Kalk wird hier nicht angenommen. Das ist in Ordnung. Gut, das passt auch. Sehr schön. Im Schnappermenü war nichts weiter drin. Der Varius angekommen hier. Ich schütze mal ein Stück zurück oder vor. Ja, das hat doch geklappt. So, dann zurück zum Händler. 26.000 pro Fuhre, das ist okay. Wie viel kriegt der Kollege mit? Okay, also er kriegt mehr Kalk auf einen Anhänger, als der hier abfahren würde. Das ist schon mal wichtig. Der ist jetzt hier tatsächlich noch 34 Minuten, aber also wenigstens zweimal noch neu holen, würde ich vermuten. Okay, das dauert auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Das dauert eine ganze Menge. Das dauert noch ganz schön lange. Kalk haben wir hier noch. Hunderttausend, ja, das ist okay. Zu Steine. So mal. Hier ist das Ding. Gucken, ob das Förderband wieder angeschmissen werden muss. Ja, besonders viel ist nicht. Würde trotzdem mal. Ist das schon an? So, so anmachen. Dann das auch. So. Steht's auch wieder vernünftig. Nice. Gut. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Alles läuft wieder. Ich würde vermuten, dass ich dann zur nächsten Folge. Hier können wir nochmal gucken. Hammer. Das sind immer 9000er. 8000er. 1000 Liter. Ja, die müssen wir dann alle einsammeln einmal. Das wird nochmal ein bisschen nervig. Aber wir haben im Oktober sowieso noch eine ganze Menge zu tun, weil ja, wir dann das Maisfeld, da will ich auf jeden Fall mit. Also würde ich eigentlich wollen. Haben wir genug Gärreste? Gärreste, Gärreste. Nee, haben wir nicht. Nicht genug Biogasanlage stellt nicht genug Gärreste her für diese großen Felder. Das hätte ich nicht vermutet. Wir haben natürlich auch eine schöne Ausbringindustrie uns inzwischen angeschafft. Geld haben wir auch noch ein bisschen, da könnten wir auch noch was machen. Und spätestens im Dezember verkaufen wir dann Senf und Silage, zumindest anteilsweise, also Senf komplett Silage anteilig und dann wird das aber sowas von
Klingeln in der Kasse. Ich stelle den nochmal wieder richtig hin. So. Es sind noch 2,5 Bahnen. Sehr gut. Lübt, lübt, lübt. Tja, und dann mit 6, 7 Millionen aufs Mammutfeld? Fragezeichen. Oder sparen auf die 17? Das ist jetzt die Frage. 10 von 12. Okay, nimmt er noch mehr mit? Na gut. Verstehen tue ich es nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Dilo kalkt. Fahr zur Werkstatt. Mach das mal. Ist okay. Eieiei, wie erklärst du das deiner Versicherung? Er zieht doch den 1050 vor. Disrespect hoch 8. Na gut, liebe Leute. Ich würde hier nochmal einen Cut machen. Ein Mangel an Aufgaben jetzt für mich als Hofleiter. Und in der nächsten Folge sind wir dann hoffentlich soweit, dass Mais abgeschlossen ist. Dann können wir schon mal diese ganze Industrie wieder zurückfahren. Dann müssen wir die Ballen holen. Dann müssen wir pflügen, kalken, düngen und so weiter und so fort. Also ein bisschen was ist noch zu tun, wobei wir dann auch schon in den November gehen. Denn wir haben ja hier, meine ich, keine Abhängigkeit mehr, keine unmittelbare. Ich gucke hier nochmal. Sehen müssten wir das. Weizen und Gerste ist gesät. Mustard ist gesät. Millet haben wir nicht. Also da haben wir jetzt dann die Monate über Ruhe, bis es hier wieder losgeht. Und bis dahin schauen wir das locker. Und ich habe jetzt gelernt, dass man durchaus auch im Winter pflügen kann, wenn das Wetter passt. Also muss ich mir da gar keine Sorgen machen. Was ist hier oben noch aufgepoppt? Kalkproduktion, Steine. Ja gut, das ist nicht so schlimm, wenn das leer läuft. Ihr beide macht mich wahnsinnig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Da würde ich mich mega drüber freuen. Nächste Folge geht es weiter. Dann machen wir so langsam den Monatsabschluss. Und dann gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr, beziehungsweise erstmal im nächsten Monat natürlich, weitergeht. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.